Müller hatte eingeräumt, eine Information über den Fall Amri nicht an die zuständigen Ermittler in Berlin weitergegeben zu haben, obwohl sie dem Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern vorlag. Es ging um die Aussage eines V-Mannes knapp 6 Monate nach dem Attentat. Eine arabische Familie aus Berlin habe Amri nach der Tat bei der Flucht geholfen. Diese Angaben des V-Mannes seien damals aber als nicht glaubwürdig angesehen worden, so Müller. Heute nun Pressekonferenz im Innenministerium ohne den einstweiligen Ruheständler Müller. Herr Müller ist beim Blick auf die Zukunft nicht mein Thema, sondern Herr Müller, dem bin ich zu Dank verpflichtet für das, was er für dieses Land geleistet hat, in exzellenter Arbeit. Dennoch schickt der Innenminister Reinhard Müller in den Ruhestand. Sein Nachfolger Thomas Krense, Kriminaldirektor mit, wie es im Pressetext heißt, kriminalpolizeilichem Erfahrungsschatz. Welchen Eindruck haben Sie vom Verfassungsschutz hier? Müssen Sie hier richtig aufräumen? Der Verfassungsschutz hat in der Vergangenheit ganz, ganz erfolgreich gearbeitet, gerade auch in Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden hier im Land. Er ist jetzt, wie der Minister da schon sagte, in einige Turbulenzen geraten. Und mir geht es jetzt darum, einerseits das Vertrauen zurückzugewinnen, und andererseits die Stabilität zu schaffen, die erforderlich ist, um an die Erfolge, die bereits erzielt wurden, weiter anknüpfen zu können. Und der Neue an der Spitze des Verfassungsschutzes bekommt Hilfe von einer 4-köpfigen Expertenkommission, eingesetzt vom Innenminister. Sie soll die Vorfälle beim Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern aufklären. Und Frank Bräuner, der beobachtet für uns seit Wochen schon die Affäre um den Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern. Ja, Frank, wie siehst du denn eigentlich die Entlassung von Reinhard Müller? Ja, da hat der Innenminister Renz heute die Flucht nach vorne angetreten. Da muss wohl mächtig Druck auf dem Kessel gewesen sein. Und trotzdem kam die Entlassung Müllers heute doch für alle politischen Beobachter überraschend. Denn Müller wäre eigentlich in wenigen Wochen regulär in den Ruhestand gegangen. Das zeigt, wie brisant die ganze Affäre ist und dass da längst noch nicht alles aufgeklärt ist. Und Innenminister Renz muss das Ganze so eingeschätzt haben, dass, wenn er länger an Müller festgehalten hätte, er womöglich selbst Schaden genommen hätte. Es geht ja nicht nur um die Informationen über Amri, die nicht weitergegeben wurden, sondern auch über die Anschaffung von 2 Waffen 2013 durch den Verfassungsschutz. Auch da sind noch viele, viele Fragen offen. Interessant war auch, welcher Name heute nicht auf der Pressekonferenz gefallen ist, nämlich der von Innenstaatssekretär Thomas Lenz. Man muss dazu sagen, heute wurde noch mal betont, dass die Hausspitze nie etwas von diesen Verfehlungen Müllers gewusst habe. Gemeint waren damit Ex-Innenminister Café und Innenstaatssekretär Lenz. Der ist ja immer noch in Amt und Würden. Aber selbst wenn das so wäre, müsste man ja fragen, hat Lenz dann überhaupt seinen Laden im Griff gehabt und hat er dann nicht eine Mitverantwortung für das ganze Schlamassel? Doch heute sah es so aus, als ob Renz weiter an Lenz festhalten will. Noch kurz, welche Reaktionen gibt es aus der Politik? Ja, die Linke hat heute dem Innenminister Respekt gezollt. Es sei ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings hat Innenexperte Peter Ritter auch gesagt, an der Unabhängigkeit der Kommission, die da alles aufklären soll, da zweifelt er doch sehr. Der SPD-Landtagsabgeordnete Dirk Friederistik sagt, Müllers Entlassung sei längst überfällig. Und gerade in Bezug auf die Waffen müssten noch viele Details aufgeklärt werden. Da sei mit Müllers Abgang noch längst nicht die Geschichte zu Ende. Auch in Berlin ist die Entlassung Müllers wahrgenommen worden. Der grüne Bundestagsabgeordnete von Notz, der auch im Amri-Untersuchungsausschuss sitzt, meint, Müller sei wohl eher sowas wie ein Bauernopfer und sagt auch, er sehe den Innenstaatssekretär Lenz in der Verantwortung, der ja auch vor dem Amri-Untersuchungsausschuss ausgesagt hat und dort keine gute Figur gemacht habe. Ja, und dann warten in Berlin natürlich alle noch auf die Aussage von Ex-Innenminister Café. Dafür gibt es aber derzeit noch keinen Termin. Vielen Dank für diese Information, Frank Bräuner.